Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Kingdom Come Deliverance. Oh. Noch ein Wächter. Aber nur Taschendiebstahl ein bisschen leveln. Aber dann reden wir jetzt mal mit dem Vogt. Der, glaube ich, hier oben ist. Hallo. Bist du hier der Vogt? Gelobt sei Jesus Christus. Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Sprich mich nicht an. Ich soll in den Dienst des Vogtes treten. Ah, du bist also der junge Mann, den Herr Ratzig berufen hat. Ja. Wunderbar. Herr Ratzig bat mich, dich auf die Probe zu stellen. Du kommst genau zur rechten Zeit. Es gibt ein paar Dispute. Wie es scheint, verhalten sich einige deiner ehemaligen Nachbarn ungebührlich. Vielleicht ließen sich die Streitereien leichter beschwichtigen, wenn sich einer der ihren unter den Wachen befände. Okay. Du kannst auf mich zählen, Vogt. Du bist kühn. Das gefällt mir. Hast du dich bei Hauptmann Bernhard gemeldet? Ja. Nachdem er mich unterwiesen hatte, forderte mich Herr Hans zum Duell heraus. Ich verstehe. Herr Hans liebt es, seine Kräfte zu messen. Aber sieh dich vor. Der Zorn kann das Herz eines Adligen rasch erobern. Und diese Art von Ärger willst du nicht haben. Wie dem auch sei, du wirst bei der Stadtwache aushelfen. Komm nachmittags zur Kirche. Wachmann Jaroslav oder Nachtigall, wie man ihn nennt, wird dich dort erwarten. Er wird dich herumführen und dir zeigen, wie man für Ordnung sorgt. Und geh zur Rüstkammer. Dort liegt deine Ausrüstung bereit. Ja, Vogt. Okay. Über dich wachen. Ich hatte jetzt nicht vor, mir den ganzen Müll anzuhören, tatsächlich. Er lebt aber anscheinend gar nicht so schlecht. Also, ich erkenne hier Knochen. So wohnt er also. Ganz übel. Ey, ich will diese sehr schweren knacken können. Boah, der wohnt ja echt gut hier. Das geht mir auf den Sack, dass ich die nicht knacken kann. Der muss doch voll den geilen Kram hier haben. Ja, hab mich geirrt, nur Müll. Sag doch, nur Müll hat er hier. Es kotzt mich an, dass ich das nicht kann. Ich bin gut genug, aber ich kann es trotzdem nicht. Okay. Wie lange muss ich denn noch üben, bis ich die ganz schweren auch kann? Manche sehr schweren kann ich, komischerweise. Der ist echt nur Müll.
Das hier zum Beispiel kann ich. Aha. Lalalala, das wollte ich jetzt nicht eingehen, das Risiko. Okay. Ich weiß, wenn man diesen Wachdienst versaut, dann heißt es, wegen Unfähigkeit hatte ich der Vogt entlassen. Also du kannst hier wirklich versagen. Dann hole ich mal meine Ausrüstung. Und will ich mit Thomas denn? Oh ja, perfekte Zeit. Darf ich angetrunken zum Dienst kommen? Ich könnte auch mal ein bisschen Trinkwasser kaufen wieder. Übrigens gibt es eine Errungenschaft, wenn man 15.000 Kräuter sammelt, die hätte ich tatsächlich ganz gern. Hat denn die Schenke etwas Trinkwasser für mich? Was willst du? Mach's gut. Wein. Boah, Haferbrei. Den will ich haben. Oh, was bringt das? Sollte ich mir mal zur Güte tun. Und das nehme ich auch mit. Ah, hier. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Wie viel Geld habe ich denn eigentlich? Nur noch 14.000, ich war mal bei 22. Weil ich die ganze Zeit irgendwelche Scheiße mache, passiert das. Dass ich irgendwie Geld verliere. Und vielleicht auch das ein oder andere kaufe, aber trotzdem. Das meiste entsteht dadurch, dass ich einfach irgendwas mache, worauf ich gerade Lust habe. Ja, wenn man nicht fleißig arbeitet und immer nur das macht, worauf man Lust hat, kann es auch passieren, dass das Geld weniger wird. So sieht's aus, Kinder. Die Frage ist, ob sowas wie Brennnessel auch zu Kräutern zählt, wenn ich die sammle. Aber ich kriege ja auch was für Kräuterkunde. Das wollte ich zwar eigentlich nicht. Yay! Okay, Stärke leveln ist nie verkehrt tatsächlich. Falls du irgendwas willst, spuck's aus. Ich soll meine Ausrüstung hier abholen. Da gibt es nicht viel zu verbessern. Du bist bereits so gut ausstaffiert wie jeder Vasall. Aber dein Wunsch ist mir Befehl. Wenn ich mich recht entsinne, bekommst du Helm, Gambeson und Knüppel. Das ist alles? Willst du auch einen Kuss und eine Umarmung? Ich meine Ausrüstung. Für eine Stadtwache genügt's. Du sollst Ärger verhindern, nicht machen. Okay. Ich wollte ja auch gerade sagen, irgendwie glaube ich, dass ich besser dran bin. Mit allem, was ich so habe. Kann verschiedene Weisen zubereitet werden, süß oder herzhaft und mit Fleisch, Bratfett, Schmalz, Butter oder Honig. Keine außergewöhnliche Speise, aber gesund und nahrhaft. Tatsächlich schon, ich liebe das Zeug. Ich liebe einfach Haferbrei. Grützen, Puddings, das ist voll mein Essen. Ach, hör zu heulen. Hund wegtreten. Die Frage
Frage ist, gibt es hier noch ein... Das ist einfach nur ein Lebensmittelhändler, glaube ich, weil ich... Irgendwie kommt der Typ da hinten gar nicht mehr. Warte mal, da ist doch Melonen. Beste Grüße. Gott behüte dich. Was kann ich denn dir verkaufen? Oh, der nimmt nicht sowas. Was kann das eigentlich? Okay. Brauche ich eigentlich überhaupt nicht. Nimmst du was von meinen Sachen? Nee. Was hat das nochmal gemacht? Ah ja. Was hast du denn? Wiegt halt so viel. Jetzt kaufe ich noch mehr ein. Das hast du jetzt davon, hä? Hier hat irgendjemand eine Aktivität für mich, wie es scheint. Du? Ja, da drin vielleicht? Du? Guten Tag. Bist du der Kerl, der um Geld kämpft? Was geht dich das an? Ich bin aus Scarlet und würde gern mein Glück gegen dich versuchen. Warte mal, ich kenne dich doch. Aber ich kämpfe nur um Silber, kapiert? Wieso um Silber? Muss ich dir das wirklich erklären? Schau dich an und dann die anderen. Alles, was die setzen können, ist ihre Arbeitskraft. Aber du hast Silber. Gibt es Regeln? Ja, ein paar. Aber wer auf seinem Arsch landet oder abhaut, verliert. Und keine Messer, Äxte oder ähnlichem Scheiß. Dann ist dein Einsatz weg, kapiert? Dann los, wenn du glaubst, du könntest mich schlagen. Immer langsam mit den jungen Pferdenbürschchen. Zuerst musst du dich beweisen, indem du zwei andere besiegst. Stefan und ein Kerl namens Löckchen. Okay. Möge Gott über dich wachen. Noch eine Quest gekriegt. Aber ich muss meinen Kram halt loswerden. Ich habe halt haufenweise Kräuter jetzt bei mir. Wieso ist der Typ nicht da? Was ist mit dem passiert? Ach, ich schmeiß mal ein bisschen was weg. Brauche ich nicht. Brauche ich jetzt auch nicht. Na komm, gönnen wir uns diese Quest. Okay, Nachtigall, ich sauf mal jetzt noch nicht ausnahmsweise. Hier bin ich. Ich heiße Heinrich. Wir sollen heute zusammen unsere Runden drehen. Ich sehe, du bist ausstaffiert. Es kann losgehen. Ich bin Nachtigall. Bist du nicht der, den diese Müllerin auf einem Karren hierher brachte? Theresa? Ja, sie hat mich gerettet. Sie tauchte mit Robert und seinen Rittern auf. Alle Ehre dem Mädchen. Hat mehr Eier als die meisten Männer. Sag mir, wie hast du ihr das vergolten? Ich habe ihr dafür gedankt. Das ist nicht viel.
Du solltest sie besuchen, wenn es sich ergibt. Und wie genau bist du im Dienste des Vogts gelandet? Ich will Herrn Ratzig dienen, aber er schickte mich hierher, um zu lernen. Und das wirst du auch. Du hast Glück, Junge. Er muss dich mögen. Die meisten Herren hätten dich fortgeschickt. Komm mit, Heinrich. Wir drehen in der Stadt unsere Runden und stellen dann sicher, dass die Schenken abends schließen. Ich bin bereit. Aber vergiss nicht, ich soll dich auf die Probe stellen und dir mit Gottes Hilfe etwas beibringen. Ich erwarte also, dass du Verfehlungen sanktionierst. Ich habe dich im Auge, damit du keine Dummheiten machst. Gehen wir. Okay, habe ich die richtigen Sachen dabei? Boah. Also im Zweifelsfall. Das ist unsere Kirche, St. Matthäus. Sie dient nicht nur als Gotteshaus, sondern auch als Gruft der Herren von Leipa, unseren Herren. Der Totengräber wohnt gleich um die Ecke, der Pfarrer auch. Unser Pfarrer, er... Na, man sollte nicht schlecht über die Diener Gottes sprechen. Unser Rathaus. Ziemlich groß, was? Der Vogt und seine Knechte leben hier. Und der Maestro Proto Notarius, der Schreiber. Und der Kerker. Will man nicht von innen sehen. Nicht mal als Wache. Natürlich haben wir auch einen Henker. Aber der wohnt nicht in der Stadt. Wäre unpassend, denkst du nicht auch? Er wohnt beim Galgenberg, auf der anderen Seite des Baches. Dieser Pranger wurde im Herbst aufgestellt. Und zwei sind da bereits vermodert. Hier wohnt der Schwertschmied. Was zum Teufel ist hier los? Sieh mal nach, Heinrich. Dann schäl dich zu deinen Leuten. Ich will dich hier nicht haben. Ist dieser Misthaufen euch nicht groß genug? Was schreit ihr beiden da so rum? Schluss mit dem Krawall! Oder auch Zeit, dass du kommst. Dieses dreckige Bettelweib da. Ich heiße Jana. Meinetwegen. Dieses Bettelweib da glaubt, dass sie herkommen und meinen Laden zustecken kann. Ich will, dass du sie fortjagst. Ja, man soll den Leuten natürlich nicht helfen. Was ist das Problem? Das ist mein Laden. Und ich dulde keine Bettler auf meiner Schwelle. Schick sie auf den Marktplatz. Dort ist sie keinem im Weg. Und es gibt genug Leute, die sie anbetteln kann. Musst du ausgerechnet hier sitzen? Ja, muss ich. Warum? Die Leute jagen mich fort, ganz gleich, wo ich sitze. Kann ich Tag und Nacht rumwandeln. Das stimmt eigentlich schon. Ich würde dir gerne so helfen. Wie wär's mit etwas christlicher Nächstenliebe, Schmied? Was? Hast du eine Ahnung, wie oft ich Almosen gegeben habe? Dieser Hexe da erst gestern. Ist das wahr? Ich weiß nicht. Hast du Almosen bekommen oder nicht? Jawohl. Von diesem Mann hier? Weiß nicht. Und selbst wenn, gestern war gestern und ich muss heute auch was essen. Das ist wahr. Was weißt du schon davon? Hier, Jana. Nimm das und geh deiner Wege. Ja, danke. Ich gehe sofort. Jetzt sofort. Gott segne dich, Heinrich. Und was, wenn sie morgen wiederkommt? Gibst du ihr dann mehr? Du machst einen Fehler. Gibst du ihnen einmal was, wirst du sie nicht mehr los. Wenn du das sagst. Ja. Grüß dich. Möge Gott mit dir. Kann ich dich nicht anstellen? Ich hab Geld. Deine alten Nachbarn leben jetzt hier.
Ist zwar ein ziemliches Drecksloch, aber trotzdem solltet ihr Herrn Harnosch dankbar sein. Wäre es nach den Städtern gegangen, wärt ihr nicht mal in die Nähe der Stadtmauern gekommen. Die Leute stehen nun nicht mehr so zu ihm wie zuvor. Ein paar Tölpel fordern sogar, dass Herr Harnosch das Lehen endlich dem jungen Herrn Hans Capon übergibt. Hans Vater, der alte Jeschek, Gott hab ihn selig, hatte das Lehen inne, bis er ein Greis war. Dann setzte er sich zur Ruhe. Erst in Mähren, dann im Himmel. Herr Harnosch verwaltet das Lehen, bis Herr Hans mündig wird. Sie sind irgendwie verwandt. Hatten denselben Ururgroßvater oder so. Es kommt die Zeit, in der das Gut weitergereicht werden muss. Sowas endet oft in Reibereien. Hoffentlich bleibt uns das erspart. Okay. Oh, was kann denn passieren, wenn da ein Feuer ist direkt neben diesen Strohhaufen hier? Oder Heuhaufen? Absolut nichts kann da passieren. Ich würde Diana gerne helfen. Ich würde ihnen gerne alle helfen. Der Platz hier? Zu Marktzeiten sieht er viel besser aus. Dann ist er bis zum Brechen gefüllt mit Leuten von überall her. Wir haben hier auch eine Bäckerei. Und diesen irren Händler, Wolfram Bruder. Er hat eine hübsche Tochter, hält sie aber an der kurzen Leine. Was den jungen Böcken nicht so gut schmeckt. Angeblich soll er das arme Mädel sogar den ganzen Tag einsperren. Nicht mein Problem. Schau her. Siehst du den Lump da? Bei Gott, dem Bastard zeig ich's. Was, der sitzt doch nur da? Ach, der meint bestimmt den Bettler hier. Oder? Haben wir es bequem? Almosen, bitte, Herr. Für wen hältst du mich? Bist du dumm oder nur unverschämt? Was ist denn los? Dumm also. Hier ist Bettel nicht gestattet, also heb deinen stinkenden Arsch und schaff ihn von hier weg. Wen störe ich denn hier? Mich, uns, jeden. Wenn er Harnosch dich sehe, würde er dich auspeitschen. Ist gut, ich gehe. Verfluchte Bettler. Da reicht man ihnen die Hand und sie wollen den ganzen Arm. Die Regeln sind klar und deutlich. Bettler gehören zur Kirche. Eine Schenke steht hier am Markt, die Händlertaverne. Die andere liegt oben am Tor. Da gehen wir später hin. Ja. Bloß nicht den Weg nehmen. Lauf mir durch die Brennnesseln, macht viel mehr Spaß. Mach ich auch immer so. Lass uns näher an die Kernburg gehen. Habe ich mir noch gar nicht so richtig angeschaut, aber es... Okay, da ist ein struktureller Schwachpunkt mit diesen Häusern. Aber ich glaube, dazwischen ist keine Mauer. Gibt es ein paar Scherereien mit dem Schmied. Aber sein Lehrling springt einigermaßen für ihn ein. Wie ich höre, bist du auch Lehrling eines Schmieds. Ihr könntet, wenn nötig, helfen, oder? Ihr? Wen meinst du damit? Dich und deinen Meister oder Vater. Wer dich ausgebildet hat. Ja. Was ist denn? Mein Vater war der Meisterschmied. Er wurde in Scarlets getötet. Ah. Tut mir leid. Wusste ich nicht. Danke. Mir auch. Mein Papa starb auch kürzlich. Ihn raffte das hohe Alter dahin. Ist nicht dasselbe. Aber ich kann etwas mitfühlen. Ja, ist dann ein bisschen eher absehbar tatsächlich. Das ist jetzt alles sehr, sehr spannend, dass wir hier rumlatschen, aber... Ja. Das Rataya-Lehen ist recht groß. Selbstredend hat es hier in der Stadt seinen Ursprung und erstreckt sich entlang der Sasau bis nach Kohelnitz.
Dann sind da der Galgenberg und viele abgelegene Höfe rundherum. Neuhof, Merhojet, Meister Smil kümmert sich um Herrn Hanus Stelle. Er ist mit Abstand sein bester Vasall. Für Neuankömmling ist das alles etwas kompliziert, nehme ich an. Dieser Herr hier, dieser Herr da, diese Ausnahme hier, die andere dort, Ausnahmen von Ausnahmen, Recht auf halbe Sachen und so weiter. Es würde ein Jahr dauern, sich darauf einen Reim zu machen. Dieser Turm hier war nur halb so groß, als ich ein Knirps war. Herr Hanusch ließ ihn ausbauen und machte daraus eine Rüstkammer. Faszinierend. Bin schon mehrfach eingebrochen. Aber das ist ja egal. Der dafür betteln? Naja, das ist halt nicht geskriptet, nicht wahr? Das interessiert dich dann nicht. Hey, will das niemand klein machen? Verstehe. Na, wo könnte der sich nur rumtreiben? Weiß nicht. Du weißt nicht, hm? Lass mich dir etwas sagen. Wenn der Vogt rausfindet, dass Moi mir faulenzt, steckt er tief in der Scheiße. Du als sein Freund willst das doch nicht, oder? Nein. Es wäre also besser, wenn ich das in die Hand nehme, ja? Ja, schätze schon. Also, wo steckt er? In der Schenke. Also, ging er auf ein Bier. Wir wissen doch, wie das läuft. Komm, Heinrich, suchen wir diesen Müßiggänger. Und du bringst ihn dann besser zur Vernunft. Wir alle wissen, was dort geschah. Helft euren Nachbarn. Na, endlich mal ein bisschen schneller. Was zum Teufel treibst du hier, wenn du am Tor sein solltest? Beweg deinen Arsch und bewach das Tor. Schweig und beweg dich. Hast Glück, dass ich dich gefunden habe und nicht der Vogt. Oder gar Hauptmann Bernhard. Was? Ja, jetzt setzen wir uns hin. Setz dich zu mir, Heinrich. Lass uns was trinken. Ja, schön. Bist ja ein tolles Vorbild. Gerade noch den Untergebenen rausgeschmissen. Jetzt setze ich mich hin. Der Narr hat mich ganz schön erzürnt. Sollten wir nicht unsere Runde drehen, anstatt zu saufen? Du bist ehrgeizig, was? Keine Bange. Jeder Wachmann darf mal Pause machen. Aber nicht die beim Tor und auf dem Turm. Aber genug davon. Versauen wir uns nicht den Tag. Hör mal, da wir schon hier sind, wie wär's mit einem Spielchen? Okay. Warum nicht? Ah, ich hab irgendwo noch einen anderen. Dein Ruf eilt dir voraus, aber mich besiegst du nicht. Schade, ich hätte fast eine Straße gehabt. Gesamtzeit. Schon lange nicht mehr gespielt. Kann halt relativ schnell vorbei sein. Der würfelt auf die hohen Dinger, sehe ich gerade. Aber jetzt wird's was. Oh, hat aber Glück gehabt. Hätte jetzt richtig nach hinten losgehen können, das ist keine Ach, wir spielen mit den gleichen Würfeln, interessanterweise. So ein Pech. Los, 3-1 wäre gut. Mit einmal bitte.
Ich brauche noch mehr von diesen Würfeln. Irgendwo habe ich ja mal einen abgezogen. Irgendeinen habe ich mal geklaut aus dem Inventar von irgendjemandem. Dann habe ich ihn zur Seite gelegt aus Angst, dass er mir weggenommen wird wieder. Jetzt bin ich am Arsch. Noch nicht. Aber es sieht gerade ganz gut für mich aus, weil du zu gierig bist. Los, drei gleiche wären gut. Jetzt bin ich schon bei 1000. Mut zur Lücke. Aber der kann halt bei 2000 Punkten super schnell aufholen. Rein theoretisch eine Straße reicht und du hast sofort gewonnen. Und da hat er 300 Punkte mit einmal gemacht. Aber er hat Pech gehabt, dass es 3-2 waren halt. Aber für dich hat er nicht viel Glück, habe ich das Gefühl. Wollte gerade sagen, willst du nicht eine 100er mitnehmen? Er hat dann richtig aufgeholt. Oh. 500, 600 Punkte. Da ich nur zwei Würfel habe, das lasse ich. Also nächste Runde könnte ich entscheiden. Ich brauche nur 350. Er hat eine Straße, das war's. Ach, die bringt hier bloß 1000? Ja. Das ist, sag ich, eine Straße und du hast verloren sofort. Ein bisschen unfair. Also Pech gehabt eher. Nur noch eine Sache, dann sind wir für heute Abend fertig. Das Ende des Tages einläuten und die Schenken schließen. Ist es nicht noch etwas früh? Ich weiß nicht, wie es in Scarlet war, aber in Ratai machen wir zu dieser Stunde dicht. Außer bei Jahrmärkten und Festen. Dann machen wir gar nicht dicht. Verstehe. Soll ich die Glocke läuten? Wenn du schon fragst. Die Glocke ist außerhalb des Rathauses. Läute sie dreimal. Dann geh zur Schenke beim Marktplatz und sieh zu, dass der Wirt zusperrt. Mach ich. Bevor ich's vergesse. Es ist verboten, im Dunkeln ohne Fackel durch Ratai zu gehen. Hier, nimm die. Tatsächlich weiß ich noch... was hier in dieser Quest passiert. Also wenn du jetzt hier einfach rausrennst, hast du automatisch verloren. Dann steht da, der Vogt hat dich wegen Unfähigkeit entlassen. Okay. Ah, okay. Ich kann sagen, was wollen die denn von mir? Aber gegen die muss ich noch kämpfen. Alles repariert. Ah, das mache ich vielleicht als nächstes. Den muss ich auch noch kämpfen, aber das kann ich nicht machen, während ich jetzt hier Wache schiebe. Könnte übel werden. Ah, die ist mir noch nie aufgefallen. Das hört doch kein Schwein. Hier sind verdammt viele Wachen unterwegs, muss ich sagen. Und der Domherr von St. Wenzel in Olmütz war so besoffen, dass er das Schwein auf den Marktplatz trug, sattelte und darauf durch das Stadttor ritt. Also wir wussten, dass das nur böse enden konnte,
weshalb Herr Peter und ich losritten und nach dem guten Domherrn und seinem Schwein suchten. Und habt ihr ihn gefunden? Wir spürten das Biest bei einem Koben hinter Kronau auf. Ich meine, das mit der Tonsur auf dem Haupt. Das echte Schwein haben wir nie gefunden, aber der Domherr lag friedlich schlafend im Schweinestall. Gleich und gleich gesellt sich gern. Es scheint, als würde dies auch auf Säue und Prälaten zutreffen. Ein Toast, werte Herren. Auf Säue und Prälaten. Gott schütze Ihren Speck. Herr Hans, vergib mir die Störung, aber ich muss... Was musst du? Willst du dich uns anschließen oder uns einen ausgeben? Ich bedauere, aber wir trinken nicht mit Bauern. Das hier ist kein Dorf, du Bürschchen. Nein, Herr. Es ist Sperrstunde. Die Schenke wird jetzt geschlossen. Solange ich hier sitze, wird gar nichts geschlossen. Ist das klar? Wenn das alles ist, darfst du dich verabschieden. Hast du den Verstand verloren? Du kannst dem edlen Herrn keine Vorschriften machen. Der ist reizbarer als ein Bär mit Magenschmerzen. Wenn ich du wäre, würde ich ganz schnell wieder verschwinden. Der Vogt hat mir aufgetragen, die Schenke zur Sperrstunde zu schließen, sodass niemand nach dem Abendläuten die Ruhe stört. Was, der Vogt? Weißt du, der Vogt kann mich mal. Ich schätze, du hast nicht vergessen, wer der rechtmäßige Herr von Rathei ist, oder? Nein, es ist Herr Hanusch. Ach, und ist er hier? Oder versteckt er sich etwa unter dem Tisch? Nein! Tja, dann sind seine Worte leider nicht mal einen Furz im Badehaus wert. Außerdem hat er nur das Sagen, bis ich erwachsen bin. Das kann ja noch eine Weile dauern. Genug! So sprichst du nicht mit mir, klar? Ich bin ein Adliger. Ich bitte Sie, edle Herren, ihr werdet hier doch wohl keinen Kampf anfangen, oder? Und ob, wie wir das werden. Ich werde diesem Bauern zeigen, wo er hingehört. Okay, ich dachte, ich könnte das entschärfen, aber anscheinend nicht. Ich glaube, den hau ich zu Brei. Ich habe eine Rüstung. Meint er jetzt mich, oder? Oh, dann habe ich ja zusammengeschlagen wie noch was. Kruzifix! Was in Herrgotts Namen geht hier vor sich? Was ist? Antworte mir, verdammt! Dieser Ochse hat mich beleidigt. Ich musste ihm eine Lektion erteilen. Indem du dich im Dreck wälzt wie ein Schwein? Ja, das zeugt doch von edlem Verhalten. Herr Hanusch, der Vogt befahl mir die Schenke... Sei still! Halte deinen Mund. Du kannst wirklich froh sein, dass du aus Ratzigs Gemeinde stammst. Bist du denn völlig des Wahnsinns? Erhebst die Hand gegen einen Edelmann. Und du, Hans... Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass es vielleicht gut für die Moral sein mag, sich mit seinen Untergebenen zu betrinken, es deinem Ruf jedoch schadet. Du verbringst all deine Tage saufend und weiberjagend, was egal wäre, wenn du auch deinen Verpflichtungen nachgehen würdest. Jetzt sehen wir ja, wohin dieses Verhalten führt. Morgen begleitest du mich zu einer Anhörung. Ein paar Gutsbesitzer warten mich, einen Disput zu klären. Du wirst dabei viel lernen können. Ich hatte eigentlich vor, morgen auf die Jagd zu gehen, aber wenn du meinst, ich solle den belanglosen Nörgeleien ein paar alter Narren lauschen, so sei es. So, auf die Jagd? Nun denn, edler Herr, ich sage dir was. Geh ruhig jagen. Wirklich? Oh, gewiss doch. Wer bin ich denn, es zu wagen, den jungen Herrn Carpon seines Spaßes zu berauben? Und Heinrich wirst du als deinen Knappen mitnehmen. Den? Auf gar keinen Fall. Du tust gefälligst, was ich sage. Es ist längst überfällig, dass du lernst, Menschen auch abseits der Wirtshäuser zu führen. Jetzt verschwinde! Herr, ich bin dem Vogt verpflichtet und ich kann nicht... Jetzt nicht mehr! Du bist ab heute Herrn Carpon verpflichtet, klar? Es ist Zeit, dass du lernst, wie man sich in der Gegenwart des Adels verhält. Gehen wir! Sag der Küche, ich bin hungrig. Es war eine lange Reise. Ja, das war doch ganz lustig. Was ist jetzt meine Quest? Kann ich jetzt meine Typen prügeln? Was muss ich dafür machen? Okay.
Ach so, ja, da steht's ja, ja. Okay, kann ich hier mit B prügeln? Kann ich mich mit B prügeln? Und mit C prügeln? C ist hier irgendwo. C. Guten Tag, wie kann ich helfen? Du bist Stefan, nicht wahr? Milan kämpft erst gegen mich, wenn ich dich schlage. Ach ja? Und warum willst du? Ach, egal. Ich kämpf gegen dich, wenn du zahlst. Was sagst du? Mach's gut. Wo zur Hölle ist er? Oh. Mache ich ihm da Schaden? Ich meine, das tut höchstwahrscheinlich weh. Ah. Er hat einen Dolch dabei. Ah. Aber schön, dass wir direkt hierher gehen. Hey, ist gar keine Wache mehr. B muss hier irgendwo sein. Bitte. Löckchen. Kann ich hier noch irgendwo schlafen? Ich weiß, was ich mache. Erstmal trinke ich ein Bier. Dann lese ich ein Buch. Es ist besser, mit einem Weisen über Närrisches zu sprechen, als mit einem Narren über Weises. Soll heißen, Schuss bleibt allein leisten. Oh, macht Sinn. Ja, kostet mich ja keine Energie, ist ja gar kein Problem. Aber einfach mal so passiv ein Buch lesen, warum nicht? Ich habe noch ein paar Hahnschreitränke im Zweifelsfall. Passt schon. Dann gucke ich gleich mal, ob ich jetzt noch... doch noch was verkaufen kann. Vielleicht ist ja nicht mehr alles geklaut. Wäre schön, wenn ich mein Pferd ein bisschen leiser machen kann und vor allem mich selber. Oh, cool. Warten wir einfach nochmal 6 Stunden. Ganz ehrlich, das wäre mir persönlich viel zu blöd. 6 Stunden hier einfach rumsitzen. Da schlafe ich lieber oder guck doch, dass ich was Produktives am Tag noch hinkriege. Obwohl ich ehrlich sein muss, heute habe ich auch nicht so viel gefühlt hingekriegt. Ich habe meinen Garten fertig gemacht. Ich habe ein bisschen was holzmäßig gemacht. Morgen mache ich mal großmäßig Holz. Das heißt Holzsägen mit der Kreissäge. Ja. Damit ich das noch fertig kriege vor dem Winter. Von mir aus. Warte mal, ist der Arsch jetzt aufgestanden? Dann kann ich ihn verprügeln vielleicht. Der ist irgendwo hier unten, oder? Hey, Löckchen. Guten Tag. Bist du nicht Löckchen? Milan kämpft erst gegen mich, wenn ich dich schlage. Du bist der Sohn vom Schmied, oder? Was hättest du davon? Du musst schließlich nicht im Dreck hausen wie der Rest von uns. Mag sein. Aber warum sollte ich nicht versuchen, ihn zu erleichtern? Ja, damit du es den Bedürftigen geben kannst. Du, Pfau, willst gegen mich kämpfen? Dann lass springen oder verpiss dich. Okay, sehr nett. Möge Gott über dich wachen. Oh.
Okay, das ging relativ einfach. Ich will sie auch nicht beklauen. Schrumpfwürfel, was kann denn der? Okay. Wir wollen den Unglückswürfel will ich eigentlich auch haben. Den Ritterschnaps kannst du behalten. Mir geht es gerade nur darum, dass ich die Würfel habe. Warum heißt der Unglückswürfel? Wo ist denn der Arschhitze? Irgendwo hier. Du warst doch. Gott sei mit dir. Kämpfen wir! Die beiden hast du ordentlich verbläut. Und ich habe ein, zwei Groschen gewonnen. Ihr Skalitzer seid gut für meinen Geldbeutel. Lebe wohl. Ja, will doppelt so viel. Ich habe sehr viel Ausdauer, ich glaube, du hast keine Chance gegen mich. Okay, das ist eine Permanentaufgabe. Da könnte man seinen Faustkampf leveln. Aber ja. Ich gucke jetzt bloß nochmal, ob ich noch ein bisschen was verkaufen kann vielleicht. Ich muss was von der Ausrüstung einfach loswerden, die ich noch habe. Mein Pferd ist einfach übermäßig voll. Ja, aber gut, dass ich das noch sehe. Beste Grüße. Alles Gute. Okay. Kann weg. Alter, verkaufen. Oh. Okay, ich muss zum Rüstungshändler, glaube ich. Gibt's doch einen Rüstungshändler, oder? Ach ja, hier unten. Guten Tag. Alles Gute. Mal sehen, was ich dafür krieg. Hm.
Ich habe bloß diese Armschienen, oder? Schulterplatten. Boah, die sind ja so viel besser. Kann ich jetzt endlich mal noch dem hier was verkaufen oder ist der Typ weg? Ach, der ist hochgegangen wahrscheinlich. Ja, ich kann dem nichts geben. Nö, da wäre ich übervoll. Aber wenigstens konnte ich ein bisschen Zeug endlich mal loswerden.